Oh, wonderful, thank you. Oh, danke. Ja, haut rein. Come and have a look from here. Sorry. Sind natürlich außergewöhnlich kostspielig. Die Eigentümer der Gebäude werden meist durch staatliche Subventionen unterstützt. アムステルダムで8000個以上の建物は歴史建造物として保護されています。修繕保存には多くのお金がかかるので、政府から返上が得られています。ヤロッニ。You might have noticed that many canal houses have identical gables. They are the so-called twins. Es ist Ihnen vielleicht aufgefallen, dass recht viele Krachtenhäuser den gleichen Giebel haben. Das sind die sogenannten Zwillinge. The bridge used to be open and closed manually, but because of budget cuts, this is no longer the case. Die Brücke wurde früher mit der Hand bedient, aber wegen Einsparungen geschieht das heute nicht mehr. 昔、この橋の開け閉めは手作業で行われていましたが、経費削減でこのシステムはなくなりました。
On the right, Amsterdam Music Theater, opera que suena a todas. In a glass cube, the City Council's conference room is situated. Rechts oben an der Ecke, in dem gläsernen Kubus, befindet sich der Ratssaal. 右手角にあるガラスの立方体は市議会の会議室になっております。Here on the right, you can see the flea market of Amsterdam, the illustrious Waterlooplein. Hier rechts liegt der Amsterdamer Flohmarkt, der Waterlooplein. ここ右手側に見えるのがアムステルダムの海の駅、ザ・ワーターロープライン。Mostly second-hand clothing. Ahead on the left, you can see the striking Sea Palace, the largest floating Chinese restaurant of Europe. Links vorne sehen Sie den markanten Sea Palace. Das größte schwimmende China-Restaurant von Europa. 左手前方にシーパレスが見えます。ヨーロッパの中で一番大きな浮かんでいる中華レストランです。The large green building ahead is NEMO, an educational attraction for science and technology. Das große grüne Gebäude vor Ihnen ist NEMO, das Zentrum für Wissenschaft und Technologie. 前方に大きな緑の建物がネモで、科学技術教育センターです。Visitors, young and old, can get going themselves with themes such as energy and technical science. große und kleine Besucher können sich dort selbst auf Gebiete wie...
According to the latest insights, Amsterdam developed around a dam in the Amstel River at the end of the 12th century. This dam was part of a network of dikes, which had been constructed under the authority of the Bishop of Utrecht after a flood. Nach den neuesten Forschungen entstand Amsterdam gegen Ende des 12. Jahrhunderts an einem Damm im Fluss Amstel. Der Damm war Teil einer Deichanlage, die nach einer Überschwemmung auf Befehl des Bischofs von Utrecht angelegt wurde.
Want Amsterdam is zo niet geweest. Wat ga je doen? Koningsplein. Net voorbij het spijt, hè? Ik kan niet vrij nu. Stap ik uit. Nee. Is dat even nog maar. Ja, is goed. Wat ben je aan het doen? Zitten jullie schijnig nog mee? Die mevrouw voor de Lindenkracht, kunt u even bij de bestuurder komen? Gretel? Turn around.